Spieler sagt und der Abt sagte mir, Andreas. Option 1 von 3, ich möchte nicht, dass du die Schwestern in der Bibliothek ablenkst. Option 2 von 3, du musst diesen Auftrag bis zum Ende des Aprils fertigstellen. Beatrice sagt, ist das nicht viel früher, als du erwartet hattest? Spieler sagt ja, er hat gesagt, ich hätte noch bis zu den Eidern des Mai. Heiliger Krokin sagt Arschloch. Und mehr wird er dir nicht zahlen, wie? Er weiß deine Mühe nicht zu schätzen. Sokrates sagt, der Wert einer Arbeit sollte nicht an dem Gelde gemessen werden, sondern an der persönlichen Freude und der Verbesserung des eigenen Selbst. Heiliger Krokin sagt, persönliche Freude sorgt aber nicht für Essen auf dem Tisch, oder? Haha. Priester König Johannes sagt, was habt ihr dem Abt geantwortet, Andreas? Option 1 von 3, ich hab gesagt, dass ich mein Bestes geben werde, um bis Ende des Aprils fertig zu sein. Sokrates sagt, mit Disziplin und Achtsamkeit werdet ihr es schaffen. Beatrice sagt, wenn ihr euch nicht bei dem Versuch umbringt, die unvernünftigen Erwartungen des Abts zu erfüllen. Heiliger Krokin sagt, was sie gesagt hat. Was bringt es, die Kerze bis zu ihrem Ende abzubrennen, nur für den Idiot von Abt? Priester König Johannes sagt, ihr müsst aushalten, trotz des Zorns des Abtes. Bald werdet ihr sowohl die Arbeit für die Abtei als auch euer Meisterstück vollendet haben. Und dann werdet ihr nach Nürnberg zurückkehren, wo eine Vermählung und euer neues Leben als Meister euch erwarten. Beatrice sagt ja, eine Vermählung mit einer Ehefrau, die ihr nie zuvor getroffen habt. Eine schlechte Voraussetzung. Sokrates sagt nun, die Alternative wäre, Philosoph zu werden. Heiliger Krokin sagt, oh, Gott im Himmel, dann solltet ihr wirklich heiraten. Ist sie wenigstens hübsch? Option 1 von 3, das hat mein Bruder in seinem Brief geschrieben, aber vielleicht versucht er nur, mich aufzumuntern. Priester König Johannes sagt, es wird spät. Das Rad der Zeit hält für niemanden still, Andreas. Ich fürchte, ihr müsst uns verlassen. Spieler sagt, ah, ihr habt recht, Eure Majestät. Priester König Johannes sagt, werdet ihr uns bald einmal wieder besuchen? Option 1 von 3, das hoffe ich, aber das liegt nicht in meiner Hand, Eure Majestät. Priester König Johannes sagt, wie viele Dinge. Vertraut auf die Vorsehung. Krokin, bitte begleite Andreas sicher nach Hause. Heiliger Krokin sagt, natürlich, Majestät. Priester König Johannes sagt, bis zum nächsten Mal, Andreas. Spieler sagt, bis zum nächsten Mal, Eure Majestät. Spieler sagt, guten Morgen, Ursula. Ursula sagt, Guomomo. Andres war a. Spieler sagt, Zeit, aufzustehen. Ins Gärtnerhaus. Gärtner Gästezimmer. Clara. Clara sagt, guten Morgen, Andreas. Habt ihr gut geschlafen? Option 1 von 3, recht gut sogar. Option 3 von 3, Option 2 von 3, Mai. Wie immer, Clara sagt, na, solange ihr nur gut geschlafen habt. Ihr wolltet euch doch auf den Weg zur Abtei machen. Ich habe euch etwas Proviant zurechtgelegt. Mandeln, Käse und etwas Roggenbrot von den Albans, welches ihr so mögt.
Der Otto hat mich gefragt, ob ihr nicht mit ihm in der Abtei zu Abend speisen mögt. Eva sagt, der Otto war da. Clara sagt ja, in der Früh. Bitte sehr, Andreas. Option 1 von 2, das ist sehr gütig von dir, Clara. Hab Dank, Clara sagt Meister Andreas, wenn es keine Umstände macht, könnte ich. Ich meine, könnten wir? Würde es euch arge Umstände bereiten, die nächste Monatsmiete schon heute zu zahlen? Und wenn wir, um 2 Groschen erhöhen? Verzeiht, dass ich darum bitte, doch wir sind der Abtei die Steuern schuldig. Schon 2 Monate, dem Peter geht vor Sorge schon das Haar aus, mehr als sonst sogar. Option 4 von 4 nun, ich. Augenblick. Hattet ihr diese Abgaben denn nicht erwartet? Clara sagt, der Peter sagt, unsere Steuern waren all die Jahre gleich. Doch seit unserer Vermählung steigen sie mit jedem Jahr. Vormals konnten wir unsere Schuld auch mit dem Korn unserer Felder begleichen. Doch nun nimmt der Abt unser Korn nimmer an, und zahlt uns der Müller keinen guten Preis, wird es schwer, der Abtei ihren Anteil zu geben. Ich weiß, euch müsst nicht kümmern, Andreas, und der Peter ist zu stolz, zu fragen, ob ihr uns wohl in der Not helfen könntet. Option 2 von 2, das sollte möglich sein. Ja, ich denke, das lässt sich machen. Option 1 von 2, ach wo, es ist mir kein Ungemach. Zudem wollen wir doch nicht, dass der Peter noch ganz kahl wird. Clara sagt, oh, vergelt's Gott, Andreas. Der heilige Lukas soll euch behüten. Weil wir es gerade vom heiligen Lukas haben, wie geht es mit eurem Meisterstück voran? Es sind nun schon 2 Monate, nicht wahr? Spieler sagt, es geht leider nur langsam voran. Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Arbeit für die Abtei. Freier Pfarrenk erlaubt mir nur während des Stundengebets, an meinem Meisterstück zu arbeiten. Eine vernünftige Einschränkung, aber es geht nur langsam voran. Wenn's nach dem Stadtrat geht, kann ich auch ohne Meister werden. Ich fertige es als Vorzeigestück für Käufer an und zu meiner Freude. Aber ja, sobald ich fertig bin, gehe ich nach Nürnberg zurück, vermale mich und mache eine eigene Werkstatt auf. Clara sagt, von Nürnberg aus an eine Universität und jetzt als Künstler um die Welt reisen. Was für ein Leben vor euch liegt, Meister Andreas. Spieler sagt, ja, es fühlt sich wohl an, als würde ich ein neues Kapitel in meinem Leben beginnen nach. Option 1 von 3, einigen Fehltritten. Option 2 von 3, einigen Wanderungen. Clara sagt, es muss ziemlich beängstigend sein, von vorne anzufangen. Option 2 von 2, ja, aber ich weiß jetzt, dass ich genau das tun möchte. Spieler sagt, nicht viele Menschen können darüber entscheiden. Clara sagt, sicher niemand in Tassing. Wie auch immer, ich verstehe nichts von Kunst, aber ich habe gesehen, wie ihr wunderbare Zeichnungen in euer Büchlein gemacht habt. Euer Meisterstück ist gewiss prächtig. Option 2 von 3, es wird langsam. Clara sagt, harte Arbeit zahlt sich aus, hat mein Vater immer gesagt, Gott hab ihn selig. Jetzt muss ich meine eigene Arbeit fortsetzen.
Frohes Schaffen in der Abtei, Andrea. Wir sehen euch nach der Vesper zum Abendbrot. Spieler sagt nicht heute, aber danke. Klaus Drucker hat mich schon zum Abendessen eingeladen. Clara sagt natürlich. Bitte grüßt die Druckers von uns. Spieler sagt natürlich. Bis später, Clara.